Wenn man sich mal die Aktienmärkte an der Wall Street anschaut, dann gibt es erstaunliche, verwunderliche Parallelen zum Jahr 2018. Was war 2018? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Damals hat die Fed auch die Zinsen angehoben. Die Aktienmärkte hatten das ordentlich zunächst verkraftet. Aber dann sagte Jerome Powell im Dezember-Meeting der Fed, so zwei Wochen vor Weihnachten etwa, ja, wir machen auch die Bilanzreduzierung auf Autopilot. Und dann war Schluss mit lustig, denn den Märkten war klar, das ist sozusagen nochmal eine weitere Liquiditätsreduzierung. Es kommt also von zwei Seiten und dann verkaufte die Wall Street ab, panisch geradezu. Innerhalb weniger Tage fiel der S&P 500 20%. Dann das Umsteuern von Paul Anfang Januar, als er sagte, naja, so habe ich es ja nicht gemeint, ist doch alles gut. Jetzt allerdings sind wir in einer Situation, wo die Fed erstens klar gemacht hat, sie wird aggressiv die Zinsen anheben. Gestern die Aussagen von Jerome Powell deuten darauf hin, dass wahrscheinlich bei den nächsten zwei Fed-Sitzungen die Zinsen jeweils um 0,5% steigen werden. Und gleichzeitig kommt als zweites Element der Liquiditätsentziehung eben noch die Bilanzreduzierung hinzu, und das ist eine Geschichte, die die Märkte bisher nicht so richtig einpreisen. Man fokussiert sich schon auf das, was dann kommt, nämlich eine Rezession, die wird wahrscheinlich gar nicht zu verhindern sein, und dann auf Zinssenkungen durch die Fed, die dann auf diese Rezession reagiert. Aber schauen wir uns die Dinge mal an über die Parallelen zum Jahr 2018. Hier sehen wir mal den S&P 500. Vergleich zwischen heute, das ist der blaue Chart, und im Jahr 2018, 2019, das ist hier der rote Chart, der noch ein bisschen weiter geht. Wir sehen, das ist ziemlich ähnlich. Auch damals ging es zunächst mal rauf, dann ein bisschen runter, dann ging es wieder rauf und dann folgte dieser Absturz eben im Dezember 2018, gefolgt dann von einer sehr impulsiven Rallye im Jahr 2019. Goldman Sachs hat das jetzt nochmal klar gemacht, also in den nächsten zwei Fed-Sitzungen im Mai und Juni, da erwarten wir 0,5er Zinsschritte nach oben, sodass dann eben im Juni der Zins bei 1,25% liegen würde. Immer noch sehr wenig angesichts der massiven Inflation, die wir hier sehen, aber hier in diesem unteren Chart 1, den Sie hier sehen, Negative Growth Shock, sehen wir eine sehr unschöne Kombination eigentlich für die Wirtschaft. Wir haben einen starken Dollar, der Euro jetzt heute zum Dollar unter 1,09 gefallen. Das ist Dollarstärke auf breitester Front, die wir derzeit sehen, aufgrund der hawkischen Aussagen, nicht nur von Powell, sondern auch von Bostic, dem Atlanta Fed-Chef. Wir sehen auf der anderen Seite den Ölpreis massiv steigen, übergeordnet. Wir sehen Rohstoffpreise massiv steigen und wir sehen jetzt eben Zinsanhebungen bei absehbarer Bilanzreduzierung. Das ist weder ein gutes Omen eigentlich für die Märkte noch für die Wirtschaft. Die Märkte ignorieren das, wie gesagt, weil sie schon so ein bisschen versuchen, hinter die Kurve zu gucken und zu sagen, naja, aber da müssen sie ja die Zinsen wieder anheben, oder beziehungsweise nachdem sie die Zinsen angehoben haben, werden sie die Zinsen wieder senken. Aber die Fed muss irgendetwas gegen die Inflation tun. Das ist der Kernauftrag, den Joe Biden der Fed gegeben hat. Hier sehen wir mal in dieser oberen Grafik, die ich gestern schon gezeigt hatte, dass jeder größere Anstieg der Inflation zu einer Rezession führt. Warum? Weil die Leute weniger konsumieren können oder wollen, weil sie sich einschränken, wie etwa Rentner, wie hier unten ein Artikel in der New York Times zeigt. Das sind Leute ja mit festem Einkommen, das verändert sich nicht oder zumindest nicht schnell. Alle paar Jahre wird vielleicht da eine Rentenanpassung gemacht, aber normalerweise ist das ein statisches Einkommen. Je stärker die Inflation steigt, umso mehr müssen sich diese Menschen einschränken, wie diese Dame hier, war 25 Jahre lang Lehrerin. Versucht jetzt weniger heiße Duschen zu nehmen, weniger Fleisch zu essen. Also das ist durchaus eben etwas, was nicht nur die unteren Einkommensschichten trifft, sondern auch die Rentner trifft. Und das ist sozusagen dann natürlich ein Massenphänomen. Und deswegen will Joe Biden, dass die Inflation runterkommt, weil das natürlich eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung hier schürt. Jetzt hier ein sehr intelligenter Kommentar eines angelsächsischen Analysten. Die US-Notenbank will bis Mitte des Jahres mit der Verringerung ihrer Bilanz beginnen, also die Bilanzsumme reduzieren, ein Doppelschlag an der Straffungsfront. Das kommt also von zwei Seiten. Wir sind noch nicht beim Taper Tantrum, das ist dieser
diese Turbulenzen, vor allem der Anleihenmärkte aus dem Jahr 2013, als Bernanke sagte, ja, wir steigen aus dem Quantitative Easing aus. Aber ich frage mich, ob die Wachstumsprognosen der Fed in diesem Umfeld stimmen. Paul hatte ja gestern gesagt, ja, also die US-Wirtschaft, die ist robust genug, die kann ein paar Zinsanhebungen verkraften. Der abrupte Wechsel der Fed von der Taube zum Falken während der Ukraine-Konflikt eine weitere kostentreibende Inflationswelle über die Welt schickt. Und die Preise für Grundnahrungsmittel wie Weizen sind noch gar nicht in vollem Umfang zu erkennen, was das langfristig bedeutet. Wir stehen ja erst wirklich am Beginn. Wir haben jetzt die Februarzahlen gesehen, teilweise, oder erste Zahlen, zum Beispiel Erzeugerpreise aus Deutschland aus dem Februar. Aber die wirkliche Panik an den Rohstoffmärkten, dass die Preise dort noch weiter explodierten, die begann ja erst Anfang März. Also wir werden dann bald im April wahrscheinlich sehen, wie stark die Auswirkungen sind. Und Paul hat ein gewisses Zutrauen, zumindest offiziell und nach außen hin, in die US-Wirtschaft. Und er hat sich hier auf Prognostiker aus der Fed berufen, die ja gesagt haben, also die US-Wirtschaft ist stark. Das sind dieselben Prognostiker, wie Sven Hendrik hier bemerkt, die auch bei der Inflationsprognose so massiv daneben lagen, wie man nur daneben liegen kann. Also wir sehen, wahrscheinlich weiß die Fed, dass die Rezession unausweichlich ist. Mein Kollege Wolfgang Müller hat heute gesagt, ja, die wollen noch schnell die Zinsen möglichst hoch anheben, damit sie dann die Zinsen wieder senken können, wenn die Rezession da ist. Vielleicht ist das so. Hier sehen wir jedenfalls mal die Gasoline Prices, also praktisch die Preise an den Tankstellen. Für die Amerikaner seit Beginn des Ukraine-Kriegs geht es da deutlich nach oben, und unten sehen wir Restaurantbesuche oder beziehungsweise das, was da an Geld ausgegeben wird. Und hier sehen wir, dass diese Geschichten schon zurückgehen, dass wir also schon erste Konsumzurückhaltung haben bei den Amerikanern. Das ist so ein kleines Schlaglicht, wird hier drauf geworfen, was da schon unter der Oberfläche passiert. Wir sehen, dass die sogenannten 30 Jahre Fixed Mortgage Rates deutlich steigen, nach oben schießen, jetzt bei 4,66%. Also wenn jemand einen Immobilienkredit nimmt, und dementsprechend sagt zum Beispiel Morgan Stanley mit einem zyklischen Indikator, der sagt, also wir sehen schon ab August diese Rezession. Paul wurde gefragt, ja, siehst du denn im nächsten Jahr eine Rezession? Hat er gesagt, nee, eigentlich nicht. Aber die eigentliche Frage muss lauten, werden wir schon in diesem Jahr auch in den USA eine Rezession sehen? Die Wahrscheinlichkeit jedenfalls ist sehr groß. Jetzt steigen also die Preise an den Tankstellen auch in den USA. Kein Vergleich zu dem, was bei uns der Fall ist. Wenn wir uns aber mal hier diese Grafik anschauen, naja, in Relation zu den Löhnen der verschiedenen Länder, wie viel Prozent muss man da etwa für 60 Liter ausgeben seines monatlichen Einkommens? In Griechenland 5,58%, auch in der Slowakei und Portugal über 5%. Dann sehen wir in Großbritannien über 3%, in Deutschland 2,92% und in den USA nur 1,22%. Also für die Amerikaner ist das eigentlich leistbar, aber es ist dennoch ein Politikum, weil eben die Leute solche spritfressenden Autos auch fahren. Dementsprechend ist der Spritpreis oft gleichzusetzen mit der politischen Stimmung. Und hier sehen wir jetzt das, was in Spanien schon passiert, was in Frankreich schon passiert. Das kommt jetzt nach Deutschland. Hunderte LKW werden im Konvoi durch Hamburg rollen als Protest gegen die Spritpreise. Da ist praktisch für viele Logistiker überhaupt keine Marge mehr zu machen. Die machen Verluste und sagen, nö, da haben wir keinen Bock drauf. Und das wird diese ganze Lieferkettenproblematik noch weiter verschärfen. Viele sind schon haben aufgehört, sind in die Insolvenz gegangen oder haben einfach ihr Geschäft eingestellt, weil sie gesagt haben, nee, also zu diesen Konditionen macht das alles keinen Sinn mehr. Das wird wiederum dann die Lieferkettenprobleme verschärfen, was wiederum die Inflation verschärft. Also es ist schlichtweg ein Rattenschwanz. Und die hawkischen Aussagen der Fed, die auf diese Inflation reagiert und reagieren muss, die werden von den Anleihemärkten massiv gespielt. Die Aktienmärkte sagen, wow, das geht uns nichts an, was haben wir mit der Fed zu tun, nichts. Aber die Anleihemärkte sehen das anders. Hier sehen wir mal die zweijährige US-Staatsanleihe, deutlich über 2% gestiegen. Wir haben gestern den größten Anstieg der Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe gesehen seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2009. Das ist schon beachtlich. Wir sehen auch die zehnjährige US-Staatsanleihe bei 2,34%. Auch da geht es also sehr schnell. Wir sehen also stark ansteigende Renditen am US-Anleihenmarkt, und das setzt sich dann auch am europäischen Anleihenmarkt fort. Jedenfalls
sagte Jeff Gundlach, der Bond-Guru. Also würde sich dieses Ganze so fortsetzen mit dem Renditeanstieg der zweijährigen Staatsanleihe, wie wir das jetzt in den letzten 3 Wochen gesehen haben, dann wären wir schon im März 2023 bei 17% Rendite für diese Anleihe. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber wir sehen, die Dynamik ist massiv. Die Aktienmärkte, wie gesagt, sagen sich, das ist jetzt nicht unser Problem. Die Anleihenmärkte sind schon in einer massiven Bewegung, was wir hier sehen. Das sind echte Tsunamis. Da geht es richtig zur Sache. Und hier sehen wir nochmal oben die Market Implied Fed Rates zum Ende 2022. Man geht so etwa von gut 7 Zinsanhebungen noch aus in diesem Jahr inklusive Doppelschritt, also praktisch ein 0,5er Schritt. Und wir sehen dann auch, dass im Jahr 2023, 2024 die Fed Fund Futures dann auch schon Zinssenkungen einpreisen. Also eine seltsame Kombination. Die Frage ist, kann die Fed, selbst wenn die Wirtschaft in einer Rezession abgleitet, aber die Inflation nach wie vor himmelhoch ist, kann die Fed dann einfach die Zinsen wieder senken? Für die Wirtschaft wäre es gut, aber für die Inflation wäre es schlecht. Das ist dann diese unlösbare Problematik, vor der die Fed steht. Man muss sich schon fragen, ob die Fed und ob Joe Biden wirklich kapiert, was hier los ist. Joe Biden glaubt, man könnte sozusagen, so sagt es hier Christophe Barrot, mit Zinsanhebungen das Inflationsproblem lösen, aber das wird nicht so einfach. Bilanzreduzierung gehört dazu, Reduzierung der Assetpreise gehört dazu, aber vieles ist eben nicht in der Kontrolle der Notenbank. Insgesamt ist meine Auffassung derzeit, dass wir 2 Fehler sehen. Derzeit ignorieren die Aktienmärkte die hawkische Fed, indem sie nicht erkennen, dass sowohl die Kombination als Zinsanhebung plus Bilanzreduzierung so giftig ist wie im Jahr 2018. Und die Fed wiederum glaubt, entweder nur offiziell oder insgeheim oder wie auch immer, dass man sozusagen die Zinsen so anheben kann, ohne eine Rezession hervorzurufen. Also hier praktisch ein doppelter Fehler. Die einen nehmen die anderen nicht ernst, die anderen nehmen die Realität nicht so wirklich ernst. Also es ist eine gegenseitige Realitätsverweigerung, könnte man vielleicht sagen. Kommen wir jetzt mal zu der Realität der Aktienmärkte. Wir sehen hier an den US-Märkten leichte Korrektur, ist nicht so wahnsinnig viel nach unten passiert. Die Märkte haben sich dann zum Handelsende erholt. Energie war der große Gewinner, 4%. Nach oben, Consumer Discretionary, Technology waren so die Verlierer, Technologie nur ein bisschen, Consumer Discretionary, also so Dinge, die nicht für den täglichen Bedarf konsumiert sind, wie zum Beispiel ein Auto, das man kauft. Das sind die Sektoren, die dann meistens ein bisschen leiden, wenn wir Risk-Off haben. Es war nicht so wirklich Risk-Off, aber es ist auf der einen Seite die Fed und auf der anderen Seite eben auch dieser ganze Ukraine-Krieg. Und ich will jetzt mal ein kurzes, kompletteres Bild vielleicht vermitteln dieses Ukraine-Kriegs. Das ist auf jeden Fall eine extrem schreckliche, verbrecherische Invasion der Ukraine. Da gibt es gar keine Diskussion. Aber lasst uns doch mal das ganze Bild sehen, sodass wir vielleicht auch verstehen, warum die Russen dieser Propaganda von Putin glauben. Denn dafür gibt es ja schon bestimmte Anhaltspunkte. Man kann Propaganda nicht machen, indem man etwas völlig Irreales erzählt, sondern Propaganda muss immer auch an bestimmten Fakten anknüpfen, auch wenn diese Fakten dann anders erzählt werden, als sie faktisch liegen. Also das ist hier derzeit die Situation. Was behauptet Putin über das ukrainische Regime? Es sei drogensüchtig, es sei korrupt und es seien Nazis. Okay, schauen wir uns mal korrupt an. Darüber wird natürlich hier in Deutschland nicht gesprochen. Selenskyj hat sich vor 2 Jahren eine Villa mit 15 Zimmern für 3,8 Millionen Euro gekauft in Versilia. Versilia ist eine Gegend in der Toskana, an der toskanischen Küste. Da hat er sich schön eine Villa hat hinstellen lassen. Eine Angela Merkel hat ein Gehalt, glaube ich, von etwas über 100.000 Euro im Jahr gehabt. Die hätte sich wahrscheinlich keine Villa kaufen können. Also die Frage ist, woher kommt das vor 2 Jahren? Und das Interessante ist, dass in dieser Gegend, in der diese Villa steht, eben sehr viele Russen leben oder ihre Villen haben. Also nicht Ukrainer, sondern Russen. Hier jetzt weitere Aussagen von Selenskyj heute in einer Fernsehansprache. Er will unbedingt Putin treffen. Kommen wir mal jetzt zum historischen Kontext dieses Krieges. Wir sehen hier mal eine Vergangenheit der Ukraine, etwa den Kiewer Rus ab 1054. Also das ist schon
wenn man so will, russisches Kernland. Vermutlich sind diejenigen, die wir heute als Russen bezeichnen, von Skandinavien eingewandert, waren mehr oder weniger Wikingerhändler, die dann in diese Region vorgestoßen sind. Dann gab es die Kiewer Rus. Das ist praktisch das Kernland Russlands, wenn man so will. Das ist auch ein Bewusstsein von Putin natürlich verankert, der sich immer wieder auf Wladimir beruft. Das war der erste große Herrscher dieses Kiewer Rus. Wie gesagt, all das um kurz nach 1000 nach Christus. Und wir sehen dann weiterhin, dass eben Kiew immer wieder auch russisch war, etwa im 18. Jahrhundert direkt annektiert war oder direkt praktisch zum Russischen Reich gehörte. Also da ist natürlich eine historische Verquickung zwischen Russland und der Ukraine. Auch die Sprachen sind sehr ähnlich. Das ist natürlich schon ein historischer Fakt. Und hier sehen wir dann, 1922 kam dann die Ukraine nach dem Bürgerkrieg, nach Machtübernahme der Bolschewisten, eben zur Sowjetunion. Und hier sehen wir, dass vor allem die Westukraine dann erst unter Stalin zwischen 1939 und 1945 praktisch eingegliedert wurde. Das erklärt, warum sozusagen hier die Westukraine völlig anders aufgestellt ist auch als die Ostukraine. Die Westukrainer, die sahen sich bedroht von den Bolschewisten, kämpften gegen die Bolschewisten. Die Ostukrainer sahen sich bedroht von den Nazis in Deutschland, die viele ukrainische Helfershelfer hatten, die auch rechtsextrem waren. Die sahen also in den Nazis die Bedrohung. Das ist sozusagen dieser Kontext, auf den Putin anspielen kann, warum letztendlich eben auch diese Propaganda, ja, wir würden ja nur ein Naziregime beseitigen, so viel Sinn macht aus Sicht der Russen. Denn es ist faktisch so, dass seit 2014 das Azov-Regiment, das eine neonazistische Gruppe vom Allerfeinsten ist, faktisch eben im Donbass immer wieder Angriffe gestartet hat. Und das ist in Deutschland eben nicht berichtet worden. Kiew war froh, dass dieses Rechtsregime oder diese Rechtsradikalen etwas weiter weg waren. Die hatten die Maidan-Revolution gewonnen, weil die Bürgergesellschaft zu schwach war, Janukowitsch damals wirklich zu besiegen. Dann kamen diese Rechtsradikalen dazu. Das waren Paramilitärs, die waren Kämpfe gewohnt. Die haben diese Revolution dann faktisch gewonnen. Dann hat man sie in die Ostukraine gebracht, dort eben diese Kämpfe mit der meist russisch freundlichen Bevölkerung, und daher kann Putin eben sagen, ja, hier sind Nazis am Werk. Er meint damit nicht direkt Selenskyj, der jüdisch ist, sondern eben die Duldung dieser Selenskyj-Regierung gegenüber dem Azov-Regime, die eben diese Nazis sind, diese ukrainischen Nazis sind. Also die Dinge sind natürlich komplex, und wir kriegen in Deutschland allerdings nicht das gesamte Bild. Ich denke, es ist aber sinnvoll, das gesamte Bild zu zeichnen, ohne damit zu sagen oder in irgendeiner Form nur diesen schrecklichen Angriffskrieg von Putin zu legitimieren. Hier sehen wir mal das, was wahrscheinlich kommt, nämlich die Aufteilung in einen Ostteil, der praktisch dann Neo-Russland ist, vielleicht nicht direkt zu Russland kommen wird. Dann wird was von der Ukraine übrig bleiben, möglicherweise wird ein kleiner Teil an Ungarn abgegeben. Ganz im Westen, die Krim wird komplett russisch bleiben. Das ist eine Karte eines Analysehauses, die sagen, das dürfte dann, falls dieser Krieg vorbei ist, der wahrscheinlich mit einer Niederlage der Ukraine enden wird aufgrund der Kräfteverhältnisse, dürfte dann die faktische Machtaufteilung sein. Also das mal ein kurzer Exkurs. Jetzt kommen wir noch auch in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu dieser Frage USA-China. China möchte ja sich nicht wirklich so direkt äußern gegen Russland. Die USA wollen das. Die wollen ein Bekenntnis, dass das verurteilt wird durch die Chinesen. Jetzt hat man in Reaktion auf dieses mangelnde Bekenntnis eben wegen den Uiguren einige chinesische Offizielle wieder sanktioniert. Das ist wirklich eine Nebenbaustelle, könnte man sagen, die aber die Hauptbaustelle, nämlich Einmischung der Chinesen in der Ukraine, respektive das Bremsen der Russen durch China im Blick hat. Evergrande kann sein Jahresergebnis nicht rechtzeitig vorlegen, also auch der Immobilienbereich bleibt sozusagen im Fokus in China, und JP Morgan hat jetzt seine Ansicht gewechselt, jetzt soll man doch chinesische Aktien kaufen. Kurz vor dieser Wende in Peking hat man das Gegenteil gesagt und gesagt, ja, verkauft bitte alle Aktien, die sind nicht investierbar aus China. So oder so sehen wir das natürlich jetzt, diese Auf-Eislegung der russischen Zentralbank-Assets.
natürlich auch in China und Indien durchaus Besorgnis hervorrufen dürfte. Was wird das bedeuten? Kann man da auch die Assets etwa der Chinesen, der chinesischen Zentralbank, einfach so beschlagnahmen? Also da sehen wir bestimmte Dimensionen, die aus diesem Konflikt erwachsen, die wir vielleicht noch gar nicht überschauen können. Sehr gut überschauen kann aber dieser Artikel die Lage. Er bringt ein sehr, sehr differenziertes, gutes Bild auf das, was derzeit der Fall ist. S&P 500 und Nasdaq, wie weit trägt die Bärenmarkt-Rally? Wie weit kann die Fed die Zinsen anheben? Was ist da eigentlich im Spiel? Auf was muss die Fed Rücksicht nehmen? Das ist ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke und allerwärmstens empfehle, wenn Sie den Gesamtkontext verstehen wollen. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.